Starfield ist komplett verbuggt. Bethesda hat es mal wieder richtig verkackt. Nein, das ist nicht zwangsweise meine Meinung, sondern das lese ich immer mal wieder in den Kommentaren unter meinen Videos. Aber wie verbuggt ist Starfield jetzt eigentlich? Ich habe das Spiel jetzt schon einige Stunden gespielt und möchte daher in diesem Video ein Zwischenfazit geben, in dem ich gesondert auf das Thema Bugs eingehe. Wenn euch das Video gefällt, lasst sehr gerne einen Like da und abonniert auch gerne den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video. Kommen wir also direkt zu der Frage, wie verbuggt ist Starfield? Ist das Spiel komplett bugfrei oder gibt es hin und wieder kleinere Fehler oder ist das Spiel wirklich unspielbar? Erstmal muss ich dazu sagen, dass hier verschiedene Leute auch wirklich komplett verschiedene Erfahrungen gemacht haben. Der Armeemaus beispielsweise hat mir kürzlich in einem Podcast gesagt, dass er bis jetzt so gut wie keine Bugs hatte, also wenn dann nur Kleinigkeiten. Und auch in den Kommentaren lese ich von euch immer wieder wirklich sehr unterschiedliche Sachen. Deswegen erzähle ich in diesem Video einfach mal, wie das bei mir ist. Nun, ich muss sagen, in den ersten Stunden hatte ich wirklich so gut wie gar keine Bugs. Deswegen habe ich das Thema Bugs in meinem ersten Zwischenfazit auch nur am Rande angesprochen. Aber so nach etwa 10 Spielstunden fing das leider an, immer mehr zu werden. Dabei hatte ich insgesamt 3 größere Bugs, die ich jetzt auch nach und nach erwähnen werde. Und bei 2 davon werde ich auch erwähnen, wie man die nachher wieder löst. Das heißt, wenn jemand von euch die gleichen Probleme hat wie ich, könnte das Video für euch in dieser Hinsicht nützlich sein. Das erste, was ich ansprechen wollte, ist zwar kein richtiger Bug und hierbei weiß ich tatsächlich auch nicht, wie man das wieder löst, aber die Lippenbewegungen der NPCs sind bei mir leider durchgehend asynchron. Hierzu muss ich sagen, dass ich erwarte, dass das relativ bald mit einem Patch behoben wird, aber hier muss ich das Spiel doch kritisieren, denn in einem Spiel im Jahr 2023 sollte sowas schon funktionieren, finde ich. Das ist zwar jetzt kein Fehler, der das Spiel wirklich unspielbar macht, aber es stört halt natürlich doch ein bisschen und bricht ein bisschen die Immersion, wenn das, was man sieht, einfach nicht zu dem passt, was man hört. Dann hatte ich ein paar Mal, wenn ich einen älteren Spielstand geladen habe, dass die Kamera irgendwie komisch verbuggt war und ich meinen Charakter nicht bewegen konnte. Das sah dann immer so ein bisschen aus, als wäre der Charakter durch den Boden geglitscht oder irgend sowas in der Art. Beim ersten Mal habe ich dann die letzten 10 Minuten nochmal neu gespielt, aber als mir das dann noch ein paar Mal passiert ist, habe ich gemerkt, dass ich das ganz einfach beheben kann, indem ich einmal kurz die Perspektive wechsle. Das heißt, wenn ich in der Ego-Perspektive spiele, wechsle ich einmal kurz in die Außenperspektive und natürlich auch andersrum. Danach war die Kamera ganz normal und ich konnte meinen Charakter auch direkt wieder normal bewegen. Soweit so harmlos, aber dann kam leider irgendwann ein Bug, der leider deutlich schwerwiegender war. Und zwar geschah es leider irgendwann in einer etwas längeren Quest, dass ich einfach plötzlich nicht mehr mit meiner Waffe schießen konnte. Ich konnte zwar noch meine Nahkampfwaffen benutzen und musste die Mission dann irgendwie damit zu Ende bringen, was leider ziemlich schwierig war, aber die Schusswaffen konnte ich leider überhaupt nicht benutzen. Die haben dann nur noch so komisch gezittert, aber schießen konnte ich damit nicht mehr. Und nein, es lag natürlich nicht daran, dass ich keine Munition mehr hatte, sondern die hatte ich natürlich. Gut für mich war allerdings, dass andere Spieler schon das gleiche Problem hatten, das heißt, ich konnte mit relativ kurzer Google-Suche herausfinden, wie ich das Problem wieder behebe. Und zwar kann man das beheben, indem man in einen der Schönheitssalons in Starfield geht. Einer befindet sich zum Beispiel in Aquila City. Und dort müsst ihr zwar nichts verändern, sondern ihr müsst einfach nur einmal das Aussehen eures Charakters nochmal bestätigen. Das kostet euch zwar dann ein paar Credits, aber teuer ist das nicht, von daher denke ich mal, das wird nicht allzu sehr schaden. Und danach konnte ich dann auch ganz normal wieder schießen. Dennoch will ich hier natürlich nichts schönreden. Solche Bugs sind natürlich extrem nervig und haben in einem Spiel, was doch relativ teuer ist, natürlich nichts verloren. Wie verbuggt ist Starfield also jetzt genau? Nun, wie gesagt, ist das bei jedem relativ verschieden und bei mir ist es so, naja, sagen wir mal mittelmäßig. Unspielbar ist es auf jeden Fall nicht, auch wenn der dritte Bug, den ich gerade erwähnt habe, wenn ich jetzt nicht herausgefunden hätte, wie man den wieder fixt, mir das Spiel natürlich ordentlich vermiest hätte. Abgesehen davon war meine Spielerfahrung bis jetzt allerdings relativ reibungslos. Aber wie gesagt, das ist jetzt natürlich nur meine persönliche Erfahrung. Bei anderen mag das vielleicht völlig anders gewesen sein und um jetzt wirklich ein umfassendes Fazit dazu zu geben, reicht natürlich meine persönliche Spielerfahrung nicht aus. Deswegen wäre ich natürlich sehr gespannt, eure Erfahrungen dazu in den Kommentaren zu lesen. Trotzdem muss ich natürlich sagen, dass Bethesda hier einiges an Arbeit noch vor sich hat, um die Fehler des Spiels zu beheben. Dennoch muss ich an dieser Stelle doch mal eine Lanze für Bethesda und Starfield brechen. Auch wenn mich jetzt wahrscheinlich einige Leute als Bethesda-Fanboy bezeichnen werden, der doch wirklich jeden Schrott kauft, den die auf den Markt bringen. Es wird zum Beispiel gesagt, dass Spiele doch früher viel weniger Bugs hatten als heute. Früher konnten die Entwickler nicht jede Woche nach dem Release einen Patch herausbringen, der ein paar Fehler behebt, sondern die Entwicklung musste abgeschlossen sein, bis das Spiel auf die CD gepresst wurde. Aber waren Spiele wirklich früher fehlerfrei? Eigentlich nicht wirklich. Ich glaube eher, dass sich mit den Jahren unser Anspruch verändert hat. Wenn früher in einem Spiel ein Bug aufgetreten ist, hat man das eher belächelt und heute wird dann eben direkt das ganze Spiel verurteilt. Oder sogar das ganze Entwicklerstudio im Falle von Bethesda. Außerdem muss man natürlich bedenken, dass die Spiele eben immer größer werden. Und je größer das Spiel wird, desto mehr Fehler schleichen sich natürlich auch ein. Und bei einem Spiel, was so riesig ist wie Starfield, muss
ich leider sagen, dass es halt wahrscheinlich auch gar nicht möglich ist, das Spiel so genau zu testen, dass man wirklich jeden Fehler vor dem Release rausgepatcht kriegt. Sagen wir mal, das Spiel wird vor dem Release von 1000 Leuten getestet. Die Zahl ist übrigens komplett aus der Luft gegriffen, ich habe keine Ahnung, wie viele Leute sowas in der Regel machen. Dann ist das wirklich nichts im Vergleich zu den Millionen Leuten, die das Spiel spielen werden, wenn es erschienen ist. Und es kann halt wie gesagt einfach sein, dass gewisse Fehler bei den Testgruppen einfach nicht aufgetreten sind. Sollten wir also Starfield jeden Fehler durchgehen lassen? Nein, natürlich auch nicht. Die Entwickler sind natürlich in der Verantwortung, jetzt möglichst viele Fehler rauszupatchen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das auch tun werden. Es ist eben auch nicht so, als wenn Starfield jetzt ein einziges, ja, Bugfield wäre, wenn man das mal so nennen will. Das Spiel läuft sehr flüssig und es ist jetzt auch nicht so, dass ständig irgendwelche Objekte oder Personen durch die Gegend fliegen, wie das in der Anfangszeit von Skyrim ja auch teilweise der Fall war. Ich will also, wie gesagt, jetzt nichts entschuldigen oder beschönigen, aber ich finde, man sollte doch über ein paar kleinere Fehler hinwegsehen können bei einem Spiel, was wirklich so riesig ist wie Starfield. Außerdem, und das habe ich auch immer so gesagt, wenn man ein Spiel vorbestellt, geht man natürlich immer ein kleines Risiko ein. Wenn ihr möglichst sicher gehen wollt, dass ihr eine relativ fehlerfreie Spielerfahrung habt, bestellt das Spiel nicht vor, sondern wartet 3 oder 4 Wochen nach dem Release, bis die ersten Patches draußen sind. Wenn ich jetzt aber die Fehler mit ins Fazit einfließen lasse, würde ich euch Starfield trotzdem empfehlen? Meiner persönlichen Meinung nach auf jeden Fall. Klar, solche Fehler sind nervig, aber ich gehe wie gesagt auch davon aus, dass die relativ bald rausgepatcht werden und ich muss wirklich sagen, dass Starfield mich so unglaublich fesselt, wie schon seit Jahren kein Spiel mehr zuvor. Wir haben eine riesige Spielwelt, die wirklich richtig viel zu entdecken enthält. Wir haben richtig tiefgründige Charaktere und spannende Dialoge, also gerade in diesem Punkt hat Bethesda auch einen riesigen Fortschritt gemacht, wie ich finde. Und die Quests erzählen meiner Meinung nach wirklich auch richtig interessante Geschichten. Ich habe einige Quests angefangen, von denen ich erwartet hätte, dass es relativ normale Quests sind, wo man zum Beispiel in eine Dungeon gehen muss und irgendwas holen muss oder jemanden töten muss. Aber dann habe ich wirklich extrem interessante und spannende Geschichten erlebt, an Stellen, wo ich das überhaupt nicht erwartet hätte. Von daher muss ich abschließend sagen, ja, Starfield hat Fehler und wer sich daran stört, kann natürlich auch noch ein paar Wochen warten, bis er sich das Spiel zulegt und ihr müsst euch das Spiel natürlich auch nicht zulegen, wenn ihr nicht wollt. Aber ich muss wirklich sagen, dass das Positive ganz eindeutig überwiegt. Von daher möchte ich sagen, Kritik ist auf jeden Fall richtig und wichtig, aber dieser ganze Hate, der jetzt gegen Starfield aufgekommen ist, den finde ich auch wirklich ungerechtfertigt. Wie gesagt, das Spiel hat Fehler, wie aber eben auch Fallout und Skyrim und Oblivion zuvor. Und ich denke, da sind wir uns relativ einig, dass das doch alles sehr gute Spiele gewesen sind. Jetzt würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, wie sieht's bei euch in Starfield mit Bugs aus? Ist das Spiel bei euch weitgehend fehlerfrei oder habt ihr größere Probleme? Schreibt's auf jeden Fall sehr gerne in die Kommentare. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst sehr gerne einen Like da und abonniert wie gesagt den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Hier geht es jetzt weiter mit meinen letzten beiden Videos zu Starfield, also klickt euch da gerne rein, wenn euch das interessiert. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Bis dahin!